Hallo und willkommen zum Kapitel 12 der Vorlesung Verteilte Systeme. In diesem Kapitel beantworten wir eine weitere Frage zu unserem Ziel, wie wir in einem verteilten System Zuverlässigkeit bei Fehlern erreichen können und dabei richtiges Verhalten erreichen können. Die Frage, die wir hier behandeln, ist, wie wir die Vorstellung von Transaktionen, die Sie ja aus Ihrer Datenbankvorlesung kennen, in ein verteiltes System übertragen können und dabei auch mit dem Fall umgehen können müssen, dass ein Teilnehmer unserer verteilten Transaktion möglicherweise ausfällt. Das machen wir in mehreren Schritten. Im ersten Teil, in diesem Video hier, möchte ich Ihnen die Idee der Transaktion im nicht verteilten, konventionellen Fall noch einmal ins Gedächtnis rufen. Wie gesagt, das wissen Sie alles aus Ihrer Datenbankvorlesung, aber eine kleine Auffrischung kann hier sicher nicht schaden. Danach schauen wir uns verschiedene Verfahren an, wie man das in einer verteilten Umgebung tatsächlich realisieren kann. Wir werden uns zwei typische Protokolle dafür anschauen und schauen uns danach noch an, wie wir unterstützende Algorithmen dazu bauen können. Fangen wir mit einer kurzen Wiederholung an. Sie erinnern sich, dass wir, als wir über Zookeeper geredet haben, die Vorstellung hatten, dass eine Nachricht an alle oder keinen Teilnehmer ausgeliefert wird. Das ist das Gleiche, was wir im Gruppenkommunikationskapitel als Terminating Reliable Multicast besprochen hatten. Also wir haben immer wieder diese Vorstellung, dass eine Menge von Operationen entweder alle durchgeführt werden sollen oder gar keine davon. Und wie gesagt, das sollte Ihnen bekannt vorkommen, insbesondere wenn ich noch zusätzlich die Forderung erhebe, dass mehrere solchen Abfolgen von Operationen, eine Folge, eine andere Folge von Operationen, dass die sich nicht gegenseitig beeinflussen sollen, sondern dass die Daten hier voneinander separiert bleiben sollen. Das ist die Transaktionssemantik, die Sie typischerweise aus dem Datenbankkontext kennen. Eine Transaktion ist eine Folge von Operationen, die lesend oder schreibend auf einen Datenspeicher zugreifen. Diese Folge von Operationen ist dabei erstens explizit gestartet. Jetzt beginnt diese Transaktion. Die folgenden Operationen gehören zu dieser Transaktion. Und sie ist auch explizit beendet und sie kann erfolgreich beendet sein, ein Commit durchgeführt werden, oder sie kann abgebrochen werden, ein Abort durchgeführt werden. Diese Transaktionen entstehen durch einen Klienten eines solchen Datenspeichers und natürlich werden wir den Datenspeicher und die Transaktion gleich verteilen. Zunächst mal lassen wir es noch unverteilt. Die übliche Forderung, die an ein Transaktionssystem gestellt wird, ist dann die sogenannte ACID-Eigenschaft, dass eine Datenbank die Eigenschaften Atomicity, Consistency, Isolation und Durability, ACID, ACID, zur Verfügung stellen soll oder garantieren muss, wenn Transaktionen ausgeführt werden. Gehen wir das nochmal kurz durch zur Erinnerung. Atomarität ist die Aussage, eine Transaktion kann dann erfolgreich beendet werden, wenn die Auswirkungen aller Operationen, aller Verschreiboperationen im Datenspeicher sichtbar werden. Aller, nicht mancher, aller. Wenn eine Transaktion andererseits abgebrochen wird, eine Abort durchgeführt wird, dann ist keine einzige Schreiboperation, keine einzige der möglicherweise vielen Schreiboperationen sichtbar. Und dabei ist es egal, ob eine Transaktion freiwillig abbricht, weil sie das aus der Semantik heraus der Anwendung machen muss, oder ob sie nicht weiterarbeiten kann, weil irgendetwas ausgefallen ist. Nichts darf sichtbar sein. Isolation ist eine Eigenschaft, die über mehrere Transaktionen hinweg beschrieben ist. Wenn Sie mehrere Transaktionen betrachten, also ist dieses separiert voneinander, dann dürfen die Effekte einer Transaktion nicht die Arbeit einer anderen, noch nicht beendeten Transaktion beeinflussen. Also wenn X von Transaktion T1 mehrfach gelesen wird und von Transaktion T2 modifiziert wird, dann darf diese Modifikation von X nicht bei manchen der Leseoperationen von T1 sichtbar sein. T1 liest entweder den alten oder entweder den neuen Wert vor oder nach T2 in seiner Gesamtheit. Okay? Dritte Eigenschaft, Durability, heißt, wenn eine Transaktion einmal erfolgreich abgeschlossen wurde,
dann dürfen die Ergebnisse der Transaktion, die Veränderungen im Datenspeicher, nicht verloren gehen. Typischerweise heißt das, Sie müssen diese Auswirkungen, diese Veränderungen in Stable Storage, in stabilen Speicher schreiben, der zum Beispiel einen Neustart des Systems übersteht. Es reicht nicht, wenn Sie diese Änderungen einfach nur in einem Arbeitsspeicher-Cache durchführen. Die Details sind dann komplizierter. Das ist das Stichwort hier, ist Recoverability, sodass Sie auch nach einem Booten eines Neustarts Ihres Servers diese Veränderungen wieder integrieren können. Wie gesagt, das hat der Datenbankkollege mit Ihnen ja sicher im Detail besprochen. So, diese drei Eigenschaften sind jetzt erstmal eigentlich nicht besonders schwer sicherzustellen. Wie würden Sie das tun? Was wäre ein naives Vorgehen, um Atomicity, Isolation und Durability sicherzustellen? Naja, das ist ganz einfach. Sie sorgen dafür, dass immer nur eine einzige Transaktion zu einem Zeitpunkt gleichzeitig ablaufen kann. Aber das ist natürlich nicht das, was Sie wollen. Sie wollen ja neben diesen drei Eigenschaften auch Nebenläufigkeit haben. Sie möchten möglichst viele Transaktionen gleichzeitig durchführen können, weil verschiedene Transaktionen auf ganz verschiedenen Teilen Ihres Datenbestandes arbeiten, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und weil Sie Ihre Ressourcen auslasten wollen. Und weil Sie vielleicht mehrere Cores haben und weil Sie Latenz des Zugriffs auf den Hintergrundspeicher verbergen müssen und so weiter und so weiter. Das heißt, Sie wollen Nebenläufigkeit haben. Und das ist die Reibungsfläche, das ist das Problem, dass Sie Atomicity, Isolation und Durability sicherstellen müssen, aber bei möglichst hoher Nebenläufigkeit. Also, wie formulieren wir das präziser? Es ist wieder ein Serialisierungsargument. Ich möchte meine Transaktion unter diesen Asset-Eigenschaften durchführen. Ich möchte das garantieren, dabei möglichst hohe Nebenläufigkeit, Concurrency haben. Und das mache ich, indem ich wieder sage, naja, meine Transaktionen können irgendwie ablaufen, aber die Auswirkungen der Transaktionen auf meinen Speicher sollen die gleichen sein, als hätte ich die Transaktion in irgendeiner Form serialisiert. Welche Serialisierung, welches Interleaving ist mir wieder egal. Hauptsache es ist eines und es ist das gleiche für alle Transaktionen. Okay, zwei Beispiele, was dabei schiefgehen kann. Das eine typische Beispiel ist das sogenannte Lost-Update-Problem. Angenommen, Sie haben Kontostände und Sie haben einen Kontostand für das Konto X, der irgendwie 100 Euro hat. Und Sie haben eine Transaktion A, bei der wir 1% Zinsen gutschreiben. Das machen wir, indem wir den Kontostand von X auslesen durch eine Get-Operation. Wir addieren 1% auf und schreiben den Zwischenwert wieder auf X. Eine Transaktion B soll 10 Euro auf dieses Konto hinzubuchen. Sie haben eine Gutschrift von 10 Euro bekommen, also lesen aus, erhöhen um 10 und schreiben. So. Eine mögliche Linearisierung wäre, eine mögliche Serialisierung wäre, diese zwei Anweisungen, dann wechseln wir durch den Prozessscheduler zu diesem Transaktion, machen diese Ausführung, wechseln hier zurück und so weiter. Und Sie sehen, Sie haben zwar hier die 101 Euro geschrieben, aber weil Sie dieses Schreiben ja hier nicht mehr sehen, würden Sie hier tatsächlich nur 110 Euro schreiben, statt der korrekten 111 Euro. Also dieser Update hier ist verloren gegangen. Das ist ja sicherlich nicht das, was wir wollen. Das ist eine inkorrekte Nebenläufigkeit dieser beiden Transaktionen. Anderes Beispiel, verwandtes Beispiel, ist inkonsistentes Entnehmen von Daten, ein Inconsistent Retrieval. Und möglicherweise haben wir jetzt mehrere Accounts XYZ und wir möchten die gerne aufsummieren. Ich möchte gerne alle meine Accounts aufsummieren, eine Gesamtübersicht meiner Kontostände haben. Und das möchte ich tun, während Überweisungen stattfinden. Naja, das kann ich zum Beispiel tun. Eine Transaktion A liest nach und nach alle Kontostände aus und addiert die einfach auf. Was könnte einfacher als das sein? Dabei ist aber nebenläufig eine Transaktion B unterwegs, die von Kontostand Y hier 10 Euro abbuchen soll. Und wenn Sie sich das jetzt wieder hier anschauen, dann hätten Sie jetzt hier wieder den falschen Wert, je nach Serialisierung den falschen Wert hier und würden Ihren Kontostand tatsächlich unterschätzen, weil Sie die Überweisung vielleicht noch nicht auf das andere Konto zugebucht haben, das Sie aber schon ausgelesen haben. Wie gehen Sie damit um? Was haben Sie in der Datenbankvorlesung dazu besprochen?
Sie haben LOX als wesentlicher Mechanismus dazu besprochen. Also die Idee ist, wir verzögern eine Transaktion, wir verzögern eine Transaktion, das Lesen und das Modifizieren von Daten, wenn sie auf Daten zugreift, die durch eine andere Transaktion modifiziert werden. Wir haben also sogenannte LOCKs, die Sie auf ganze Tabellen, auf einzelne Zeilen anwenden können. Und typischerweise unterscheiden wir Lese- und Schreiblocks, müssen uns dabei allerdings vor Deadlocks in Acht nehmen. Das haben wir sogar schon in der Vorlesung SSSP oder KMS besprochen. Die letzte Eigenschaft, die Sie noch brauchen, ist die sogenannte Consistency. Das ist jetzt allerdings etwas, was mit dem Transaktionssystem und dem Datenspeichersystem nichts zu tun hat. Das hat insbesondere damit zu tun, dass Ihre Anwendung obendrauf auf dem Transaktionssystem sinnvolle Dinge tut. Also zum Beispiel eine Banktransaktion sollte kein Geld verlieren, während es überweist. Es gab ein sehr schönes Beispiel, als ein schlauer Programmierer einer Bank die Rundungsbeträge nach den Centbeträgen, also die Sub-Cent-Beträge, aufgesammelt hat und auf sein eigenes Konto überwiesen hat. Das war natürlich illegal und er ist auch erwischt worden, aber er hat einen erkläglichen Betrag dieses Geldes, das nach der Zinsberechnung, nach dem Centbetrag aufgefallen war, die hat er de facto unterschlagen. Gut, also solche Konsistenzeigenschaften ist eine Verantwortung des Anwendungsprogrammierers und des Anwendungsprogramms. Dazu kann unser System wenig beitragen. Konsistenz in diesem Sinne ist nicht unser Problem für die verbleibende Diskussion. Was für die verbleibende Diskussion unser Problem sein wird, ist, was passiert, wenn diese einzelnen Transaktionen jetzt auf verschiedenen Teilen meines Systems ablaufen, wenn eine Transaktion auch aus verschiedenen Teilen besteht, die auf verschiedenen Rechnern ablaufen, die aber insgesamt als Ganzes eine sinnvolle Transaktionssemantik im Asset-Sinne realisieren sollen. Das versuche ich im nächsten Abschnitt und im nächsten Video mit Ihnen zu besprechen. Zunächst mal danke fürs Zuhören.